RCT Radio Comedy. The Better Way of Blödsinn. Griechischer Wein, so wie das Gold der Sonne, komm, schenk mir ein. Ja, ja, Mord, Alter, ist gut. Ich weiß ja, dass dir Griechenland gefallen hat. Aber nun sag den Griechen in den Dank Arrivederci und begrüße Rom oder besser gleich ganz Italien. Ciao, Bella Italia. Wie, wer ist denn nun Bella? Und was machten die hier in Italien? Lenny, hast du wieder eine Frau im Zug aufgerissen? Ich meine, du bist ja kein Unschuldslamm, was Frauen aufreißen angeht. Ach man, Mord, Bella ist keine Frau. Bella bedeutet auf Italienisch schön. Und du meinst echt, die sprechen in Italien Deutsch? Ich meine, Bella ist ja ein Frauenname. Und in Italien spricht man den also so aus. Hallo, Frau, schön. Mohat, du Knackbirne. In Italien sagt man, wenn man was schön findet, Bella. Also Bella Italia. Schönes Italien heißt das. Ach so, Mann, jetzt rallig dat. Naja, ist halt alles nicht so einfach. Deutsch, Italienisch, Italienisch wird Deutsch und Deutsch. Und so, war die Sprache vermischen sich alle irgendwie immer mehr. Und irgendwann wird alles Englisch. Oh Mann, Mord, du knallst heute echt wieder alles durcheinander. Aber egal, Alter, lass mal los zu deinem Freund Benedikt, Alter. Ich bin schon tierisch gespannt, wie der so wohnt und wie er sich in den paar Jahren hier so eingelebt hat. Ja, vor 3 Monaten meinte er in einem Brief so, dass er sich langsam an die große Bude gewöhnt hat. Und ja, die vielen Besucher, an die hat er sich auch langsam gewöhnt. Haha, naja, so ein großes Haus ist schon ganz gewöhnungsbedürftig. Aber wieso bekommt er dauernd Besucher? Was macht er eigentlich beruflich? Das erkläre ich dir auf dem Weg zu seiner Bude. Er meinte, die kann man nicht verfehlen. Na, sag mal, Mohat, wie kommst du eigentlich immer an solche Leute, Alter? Priester und so? Ich meine, gläubig bist ja nicht. Das Einzige, was du bist, ist meistens leichtgläubig. Mag sein, mein Bester, mag sein. Da gab es aber damals, kurz nach der Wende, so ein komisches Partnerprogramm. Partnerfamilien. Da haben die ostdeutsche und westdeutsche Familien verkuppelt. Tja, und ich und Caro hatten dann den Benedikt erwischt. Der war damals noch in Bayern tätig. Benedikt Priester, genau, ja, Priester. Und wir hatten ihn halt mal besucht und er hat uns halt mal besucht und so hat sich das bis heute erhalten. Klasse, ey. Echt geile Sache. Ich hätte gern auch mal so eine Freundschaft. Muss ganz gut sein, sowas. Oh, geil. Schau mal da, der Petersdom. Geil, echt groß. Naja, so auf den Bildern, ne, sieht er ja nicht so gewaltig aus. Was sagst du? Petersdom? Hier steht Petersdom 1. Ja, und da drüben ist auch das Schild. Okay, da laufen wir mal lang. Da wohnt er. Mohat, du sollst doch nicht ohne mich saufen, Alter. Dein Benedikt hat dich verarscht. Im Dom wohnt keine Sau. Außer der paar, Moment, nein, oder? Der heißt doch auch Benedikt? Nee, oder? Ich weiß doch auch nicht. Der meint, der wohnt hier jetzt. Und gut ist, Mann, lass uns mal vorlaufen. Ich glaub's nicht. Das kann nicht sein. Du kennst Benedikt? Krass, Alter. Schau dir die ganzen Busse an und Autos. Boah, ich fass es nicht. Du kennst Benedikt. Jo, krass, oder? Hättest du nicht gedacht, dass ich den kenne, wa? Ach du, da vorne kommt seine Frau. Was? Benedikt hat eine Frau? Aber ich dachte, die dürfte keine haben. Die ist ja voll jung, Mann. Mohat, irgendwas stimmt hier nicht. Das hier stellt meine Weltanschauung total auf den Kopf. Hallo, Ina. Hallo, ihr beiden. Wie war eure Reise? Hoffe, ihr seid gut durch Europa gekommen. Naja, es ging so. In Polen hat Mord Geld geklaut, in Russland hat Mord Drogen und Alk angeboten. In Irland hat Lenny zu viel getrunken, Icke in Polen, in England haben wir den 5. Beatle gesehen und... Ja, und in Pisa, der Turm, der ist gar nicht so schief, wie man sagt. In Schottland tragen die Schotten... Die tragen nicht drunter, ich hab's gesehen, mit meinen eigenen Augen. Das ist doch toll. Benedikt wartet auch schon auf euch. Er hat extra freigenommen. Als Papst kann man so einfach freinehmen? Das weiß ich nicht so ganz genau, aber Benedikt ist ja kein Papst, fährt Limousinen. Stimmt, und ich hoffe, das läuft gut. Hä, was? Wie? Taxi? Ich dachte, der war Priester und er ist Papst geworden und ihr wohnt im Petersdom, hat Mohat mir erzählt. Ich hab nur gedacht, Benedikt Priester und nicht mehr. Und er meinte, er wohnt hier im Petersdom 1. Ja genau, er heißt Benedikt Priester. Ich bin Ina Priester, seine Frau. Und da er Chauffeur von den Angestellten hier am Petersdom ist, dürfen wir hier auch wohnen. Mann, Mann, und ich dachte schon wieder, nee, nee. Sie sind ja gleich da, dann trinken wir erstmal was. Einen Jägermeister? Oh ja, vielleicht einen Wodka oder irgendwas ähnliches. Nee, Kaffee. Ganz genau.